Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Breaking Point, beziehungsweise dem Ende des Kapitels, zweiten Kapitels. Das, was wir in der letzten Folge bei Breaking Point gemacht haben. Und ja, in China ist es heiß hergegangen. Wir konnten das Rennen doch tatsächlich für uns entscheiden. Und ich entschuldige mich nochmal, wie die Aufnahme gelaufen ist. Ich hoffe, dass das jetzt alles besser ist. Ich habe es jetzt mal getestet und hoffe, dass soweit alles vorher funktioniert, wie es ist. Und ja. Bitte nachsehen, dass es heute keine Karriere kommt. Das liegt einfach daran, dass wir keinen gemeinsamen Nenner, keine gemeinsame Zeit gefunden haben, jetzt das Kanada-Rennen aufzunehmen. Deswegen machen wir jetzt erstmal weiter mit Breaking Point. Und wie es nächste Woche aussieht, weiß ich noch nicht. Aber es kann sein, dass wieder ein Kapitel mit Breaking Point kommt. Los geht's. Nach dem Rennen. In China. Immer noch Spannung bei Alfa Romeo. Ja, ein neuer Zusammenstoß. Das haben wir ja noch gesehen. Und, halt. So, dann machen wir mal weiter und gucken mal, wie es im nächsten Kapitel weitergeht. Kapitel Nummer 3, Grand Prix von Frankreich. Die Zwischenfälle mit seinem Teamkollegen Casper Ackermann auf und abseits der Strecke haben Aiden Jackson einen schlechten Start in seiner Debütsaison in der F1 beschert. Kurz vor dem Grand Prix in Frankreich will Jackson unbedingt wieder in Form finden, die ihm in der F2 so viel Erfolg eingebracht hat. Na dann. Dauert jetzt einen kleinen Moment und dann geht's los. Es ist wieder soweit. Die letzten Sekunden, bevor die Lichter ausgehen und es auf die erste Kurve zugehen wird. Wer wird heute auf dem Circuit Paul Ricard den Sieg davontragen? Wir werden es bald herausfinden im Verlauf des großen Preises von Frankreich. Der Circuit Paul Ricard ist eine 5,79 Kilometer lange Strecke, die 40 Kilometer östlich von Marseille liegt. Die Rennstrecke zählt insgesamt 15 Kurven, 6 linke und 9 rechte und besitzt eine riesen Überholmöglichkeit in Kurve 8. Die heutigen Spitzengeschwindigkeiten sollten sich irgendwo bei 330 km/h einpendeln. Willkommen auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich. Es ist das 10. Rennen der Formel 1 Saison 2020 und die Rangfolge in der Tabelle nimmt so langsam Gestalt an, Stefan. Ja, genau. An der Spitze kämpfen die drei Top-Teams um die Führung. Also alles wie erwartet. Ein bisschen unberechenbarer sieht es im Mittelfeld aus, aber man kann wohl sagen, dass Alfa Romeo nicht ganz so gut abschneidet wie erwartet. Vielleicht, weil die beiden Alfa Romeo-Fahrer sich gegenseitig die Punkte streitig gemacht haben. Es gibt aber noch viel zu gewinnen und ein großer Teil der Saison liegt ja auch noch vor uns. Also warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Max Verstappen steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Leclerc, Sergio Perez und Ricardo, Norris, Vettel, Sainz und Lance Stroll, Ocon, Ackermann, Devin Butler und Albon, Gasly, Grosjean, George Russell und Aiden Jackson, Magnussen und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. 18. sind wir in Frankreich. Okay, we've not quite had the start of the season we'd hoped for, but we've got a chance to make up some ground today. Try to keep your nose clean and show us what you've got. Good luck, so. Aiden. Gut, dass ich in Frankreich schon ein Setup habe. Und dann gehen wir rein. Heute schauen wir uns den großen Preis von Frankreich an. Aber ich vermute, dass wir nicht den kompletten Grand Prix sehen. Ja, leichter Zusammenstoß, ich glaube, mit Albon. Gut, Auto hat nichts abbekommen. Boah, Alter, der fährt aber auch. Das hatte ich fast erwartet. Aber ich glaube, das Schadensmodell ist aus. Gasly für den überholt. Ja, ich glaube, das Schadensmodell ist aus. Ja, ja, sonst, okay. Mein Gott, dieses... Ne, von wegen Schadensmodell ist aus. Aber da bremst der auch gnadenlos, knallhart in der... Der bremst knallhart dort an der Situation und haut es da raus. Damit habe ich jetzt nie gerechnet. So, wir müssen dafür in die Box. Check your MFD for a new strategy option.
Got that confirmed. Aber auch knallhart da gerade der Gasly, der voll in die Eisen geht, um uns weghaut. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, die auch geil, die ziehen da ohne Probleme durch. Mann. Geht ja schon gut los hier in Frankreich. Ah, wir ziehen das jetzt durch und probieren es jetzt irgendwie wieder aufzuholen. Schade, ich war so schön dran. Erst Grosjean, der uns da zweimal wegbremst. Und durch den frühen Wechsel dürfen wir jetzt natürlich nochmal ran. Schnellste Runde Lewis Hamilton. Das kostet uns natürlich jetzt extrem Zeit, dieser frühe Wechsel. Ich hoffe, dass wir auf der Strecke ein bisschen aufholen können nachher. Er wollte schön vorbeigehen und dann passiert sowas. Mit dem China-Sieg im Rücken stehen wir jetzt in Frankreich komplett mit dem Rücken zur Wand. Go, go, go. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen reinkommen ins Rennen. Hoffen wir mal, dass das jetzt ohne Probleme funktioniert. So, Rückstand 36 Sekunden auf Russell, aber da muss man natürlich jetzt versuchen, wieder reinzukommen in dieses Rennen. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Diesmal hat das nicht unser Teamkollege erledigt, sondern halt den Pierre Gasly, der im Heim Grand Prix hier kurz mal uns wegbremst. Ich versuche natürlich wieder komplett ins Rennen reinzukommen, ins Renngeschehen. Nächste schnellste Runde von Lewis Hamilton. So, jetzt müssen wir natürlich gerade mal hoffen, dass wir wieder ein bisschen reinkommen. Und uns jetzt gerade die schnellste Runde bringt nur gerade nicht, weil wir eben noch ein bisschen zu weit weg sind vom Rest des Feldes. Es sind immer nur noch 27,6 Sekunden. Ja, durch die Boxen sonst könnte man vielleicht wieder ein bisschen reinkommen. Und dann sind wir wieder dabei. Ne? Komm, das kriegen wir noch hin. Da holen wir uns noch ein bisschen was. Wir müssen uns wieder ein bisschen reinkämpfen jetzt ins Rennen. Vielleicht haben wir Glück auf dem Safety Car, würde es ja wieder was bringen, aber 22,7 Sekunden immer noch auf George Russell, der Rückstand. Sekunden noch. Also wir arbeiten uns jetzt gerade richtig ran an die Jungs da vorne. Nächste Bestzeit 37,5. Wir sind wieder so ein bisschen im Rennen. Gewinnen können wir es wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken, was noch möglich ist. Ne? So viel ist es nämlich nicht mehr. So 3, 4, 5 Runden vielleicht noch.
Da könnten wir wieder dran sein an den am Rest des Feldes, wobei es geht wahrscheinlich schneller. Weil die hier schon wieder nicht allzu weit weg sind. Also nicht selber durch die Boxen ist, werden wir wahrscheinlich vorarbeiten. Wenn wir ein bisschen hochrutschen. Der nächste schnellste Sektor 1. Sektor 2 ist grün. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt wieder ein bisschen rankommen. Die Williams gerade im Formationsflug über die Ziellinie, also viel ist es nicht mehr, bis wir da dran sind an den Jungs. Auch hier gibt es wieder eine neue schnellste Runde. 8,5 nur noch, wir sind jetzt so gleich irgendwann dran an den. Bloß kein Dreher jetzt noch erlauben, weil jetzt und dann wäre es nämlich vorbei, aber wir arbeiten. Gerade dran wieder reinzukommen, da vorne sind die beiden Williams, da wären wir zumindest mal vorbei. Und nicht mehr letzter. Davor haben wir dann die beiden Haas und Herr Gasly. Nee. Ocon muss auch noch irgendwo dazwischen. Ja, ja, ich arbeite gerade ein bisschen. Ich komme jetzt gerade wieder ran. Ich bin jetzt bald gleich wieder dran an den 5,9 Sekunden. Aber wie gesagt, die Boxen sollten uns nach vorne spülen. Die sollte jetzt immer in den nächsten 2-3 Runden passieren. So, Angriff Latifi Russell, die arbeiten gerade so ein bisschen gegeneinander. Aber das kennen wir ja bei uns im eigenen Rennstall auch. Momentan arbeiten wir mehr oder weniger gerade gegeneinander. Und mein Ziel ist es natürlich irgendwie vielleicht heute meinen Teamkollegen noch zu packen. Status Teamkollege. So, sind wir dran an den beiden Williams. Und jetzt kommen, ne, sind das schon Boxenstops? Ja. Angriff gegen den einen der beiden. So, kriegen wir es hin? Jawohl, an Latifi vorbei. Und die Stops sollten uns jetzt ein bisschen nach vorne spielen. Jetzt sind wir 17. momentan schon. Und das, obwohl wir die und das mit dem gleichen Stop. Also da Grosjean sind wir schon mal vorbei. So, nächster wäre Magnus 6,9 Sekunden vorne. Mit Ocon. Ne, Moment, das sind zwei Autos aufeinander. Hä? Vor Magnus steht noch ein anderes Auto. Ist das Gasly? Oder ist der nicht gewählt? Ach so, das ist Ocon auf 12. Ach, das ist das Ziel. Okay. Ah, jetzt verstehe ich es gerade. Okay. Also Ocon sollen wir noch schlagen. 13, fast 14 Sekunden. Den kriegen wir noch. Wenn er, wie gesagt, in die Box geht, haben wir ihn. Sie ist gerade okay, das ist nur quasi das Fahrziel. Our gap to the car in front is 4.3 seconds. Und HP17 nur. Habe ich damit so konnte man jetzt in der nächsten Runde in die Box gehen wird. Sainz ist das jetzt vor uns in der Box. Ocon ist natürlich. Ne, 12. Rang soll man. Ach nee, das hat jetzt nichts mit Ocon zu tun. Das ist der 12. Rang, den wir uns jetzt holen sollen nur. Und da sind wir jetzt gerade drüber. Jetzt haben wir meinen besten Freund hier, Pierre Gasly, der jetzt gerade versucht, der jetzt eben schon uns versucht hat rauszunehmen aus dem Rennen.
So, Angriff, Innenbahn, per Gasly und vorbei. Jetzt sind wir Zehnter und hätten zumindest ein paar Punkte. Ich weiß aber nicht, wie viel doch da vorne in der Box war. Konnten wir es, glaube ich, noch nicht. Verstappen war. Ich weiß nicht, ob unser Teamkollege, ich glaube, der war noch nicht drin. Ich glaube, die Meldung hätte ich gekriegt. Die Meldung hätte ich bekommen, wenn er in der Box gewesen wäre. Ja, der hängt nämlich vor Verstappen. Momentan ist unser Teamkollege auf Platz 8 vor Verstappen. Da sind sie nämlich dran. So, die Frage ist, ob er jetzt uns doch mal einen mitgibt oder ob er das unterlässt heute. Nee. Weicht uns erstmal aus und geht rein. So, durch die Boxenstopp werden wir natürlich jetzt mega weit nach vorne rutschen. Kriegen wir den Mercedes davor noch? Na, den Bottas, der zieht natürlich raus. Ich wehre mich dann natürlich dagegen und hol mir den dritten Rang momentan. Also Verstappen, Hamilton nur noch vor uns und versuchen die. Wir haben noch 5 Runden. Vielleicht können wir dieses, nachdem Katastrophenanfang hier das Ding sogar noch holen. Wie in China mit dem zweiten Sieg in Folge, Fragezeichen. So, jetzt jagen wir Max Verstappen. Den hole ich mir. So, nächstes Lewis Hamilton. Und dann haben wir noch 4 Runden danach. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen weit rausgekommen. Da wollte ich nämlich schön auf der Außenbahn snicken, aber das hat er da nicht zugelassen. Ja, noch wehrt er sich, der gute Lewis. Ich halte natürlich jetzt ein bisschen und probiere jetzt nicht irgendwie was Unüberlegtes, nicht, dass der mir den nächsten Rennen auch noch kostet, ein Auto. Und der Angriff gegen Lewis Hamilton vorbei an ihm. Hab ihn. Wir führen ein Rennen an. Mal wieder, wie in China. Runde 9 von. Muss mal aufpassen. Da war ein kleiner Leck drin. Ja, das geht aber von den Reifen noch. Ne? Das geht aber noch von den Reifen. Das kriegen wir hin. Also noch haben wir es nicht geschafft. Das war in unser Teamkollege bisher in den Weg kam. Ja, es hängt ein bisschen unruhig. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, ich gehe in die Box, um mir noch den Sieg zu versauen. Teamkollege. Repeat that. There's interference. Okay, here's who we're really fighting today. Hamilton and Verstappen. Ja, der Abstand ist noch nicht groß genug. Es wäre. Ich weiß nicht, ob das reicht, um den Teamkollegen zu packen, um das Ziel zu erreichen, weil ich würde gerne mal auf Soft gehen.
Weil wir gerade ein bisschen abbekommen vom Rest des Feldes. So, aktuell schon 5 Sekunden auf Fester, auf Leclerc sind zum einen für 18. Ja, ich würde immer noch mega viel verlieren. Ich würde das Rennen nicht gewinnen. Sollte ich in die Box gehen. Wenn ich jetzt gewinne, wenn ich jetzt in die Box gehe, ist der Sieg weg. Wenn ich natürlich jetzt verliere, wenn ich jetzt natürlich jetzt sage, ich bleib draußen, kann das andere die Karre wegdreht. So. So, momentan, jetzt sind wir wieder ein bisschen aus, jetzt geht's wieder, bin ich wieder ein bisschen beruhigter. So, haben wir es gleich, oder? Wir gehen jetzt gleich in unsere vorletzte Runde. Und zwar mit Abstand jetzt. Vorletzte Runde hier in Frankreich. Können wir unseren zweiten Saisonsieg holen? Und wie wird unser Teamkollege darauf reagieren, wenn wir ihn natürlich mal wieder deklassiert haben? In China haben sie ja gezeigt, dass er es nicht mag. Hinten Hinterreifen gehen jetzt langsam in die Knie. Sind über sind an die 30%. Das weiß ich auch. Ja, wir führen auf jeden Fall mal ein Rennen klar an. Ja, meckert gerade natürlich wegen meinen Reifen, aber das müssen wir jetzt irgendwie noch in der letzten Runde halten. Weil jetzt gehe ich nie nochmal in die Box. Die schnellste Runde habe ich, das sollte uns jetzt nicht mehr zu nehmen sein. Und ich denke mal, dass das passt. Letzte Runde. Jetzt auch irgendwie das Auto halten. Ich habe das Gefühl, dass irgendwo noch was passiert in der letzten Runde. Ich habe das blöde Gefühl, dass irgendwie noch ein Reifenplatz oder sonst irgendwas kaputt geht oder ein Motorschaden oder was auch immer.
So, jetzt gleich. Durch. Irgendwas passiert jetzt noch. Schön in der letzten Runde, irgendwie, wie gesagt. Oder letzten Kurven. Ich bleibe jetzt natürlich ein bisschen vorsichtiger. Der Abstand ist groß genug gegen Lewis Hamilton. Letzte Kurve. Und dann gewinnen wir diesen Grand Prix von Frankreich. Yes! Great job, you've done everything we wanted today. Gewonnen. Sehr gut. Gratulation an das gesamte Team von Alfa Romeo für diesen großartigen Sieg heute. Für die großen drei ist alles beim Alten, aber im Mittelfeld gab es hier in Frankreich ein bisschen Bewegung. Das war auf jeden Fall ein viel besseres Ergebnis von Alfa Romeo. Sie sollten eigentlich öfter so gut mithalten können. Wenn die Form stimmt, können sie es mit jedem der Teams im Mittelfeld aufnehmen. Was sie heute klar bewiesen haben. So. Alfa Romeo steht wieder einmal als Sieger auf dem Podest. Ein aufregendes Rennen und ein ausgezeichnetes Resultat für dieses Team ohne Werksunterstützung. Auf jeden Fall unsere Aufgabe erstmal gemacht. Mal gucken, wie unser Teamkollege darauf reagiert, auf diesen fulminanten Sieg hier in Frankreich. Es lief eigentlich schon beschissen am Start. Direkt der Flügel weg. Direkt die erste Runde in die Box. Aber wir konnten es durchhalten. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Aiden, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es aufs Treppchen geschafft. Das war ein fantastisches Ergebnis für Sie und Ihr Team. Wie fühlen Sie sich dabei? Ja, ich hab's gezeigt. Ich hab's Ihnen gezeigt. Ich wurde vor eine Herausforderung gestellt und habe bestanden. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen für den Rest der Saison. Also, das war wirklich ein tolles Ergebnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das hier Ihre erste Saison in der Formel 1 ist. Würden Sie sagen, Sie haben sich hier jetzt eingewöhnt? Ich denke schon. Ich würde sagen, ich habe heute bewiesen, dass ich mit einem Formel 1-Boliden genauso gut fahren kann wie in der F2. Egal, was andere darüber sagen. Ich glaube, das Team stimmt mir dazu. Es gibt also derzeit keine Spannungen im Team? Wir konnten alle sehen, dass Sie und Kasper im bisherigen Verlauf der Saison auf Konfrontationskurs waren. Liegt das jetzt hinter Ihnen? Darauf kann ich nicht näher eingehen. Ich denke, das wird schon, aber mal sehen, wie es sich entwickelt. Klasse, das war dann alles. Na dann. Nach dem Rennen. Wir nehmen mal an. Brian? Aiden, nur damit du Bescheid weißt, wir haben eine Teambesprechung in 20 Minuten. Kein Problem. Wir wollen nur unsere Strategie besprechen, solange die Erinnerung an das Rennen noch frisch ist. Alles klar, wir sehen uns dann. Und bei der Gelegenheit wollte ich nur sagen, du bist heute gut gefahren. Ich bin beeindruckt. Das höre ich gern. Danke, Brian. Sagen wir mal, es wurde zur Kenntnis genommen. Gute Arbeit, Junge. Wir sehen uns in der Besprechung. So. Gut. Dann gucken wir mal. So, dann brauchen wir keine. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Nein, Mama ruft noch an. Hallo, Mama. Hallo, Aiden. Ich wollte nur sagen, gut gemacht. Wie immer. Alles okay? Danke, Mom. Ja, alles okay. Besser als okay. Ich glaube, ich war heute richtig gut. Das habe ich auch gedacht. Die Nachbarn können es bezeugen. Ich habe ziemlich laut gejubelt. Oh, nicht schon wieder. Ich bin richtig stolz auf dich, Aiden.
Hey, bald geht's nach Silverstone. Heißt das, du kommst für ein paar Tage nach Hause? Denke schon. Ich versuche für ein, zwei Tage vorbeizukommen, entweder vor oder nach dem Rennwochenende. Silverstone. Das war immer die Lieblingsstrecke deines Vaters. Ich weiß. Du kommst immer noch zum Rennen, ja? Als VIP? Auf jeden Fall. Das lasse ich mir nicht entgehen. Es wäre nur schöner mit Begleitung, weißt du? Ja, ich weiß. Aber ich werde ja auch da sein. Ich freue mich schon drauf, dich zu sehen. Ich auch. Naja, ich will dich nicht länger aufhalten. Du willst bestimmt feiern. Wie gesagt, gut gemacht. Hab dich lieb. Ich dich auch, Mann. Bis bald. Jo, und dann machen wir Feierabend. Der Grand Prix von Frankreich ist durch. Und mal gucken, was uns in der nächsten Folge erwartet. Also morgen um 14 Uhr dann.